Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ich denn Jacken und auch Jeanshosen richtig waschen könnte. Man kann es so waschen, muss es aber nicht unbedingt tun. Ich empfehle es nur. Normale Jacken, Stoffjacken und Jeanshosen sollte man bei 40 Grad waschen, wie ich es hier tue. Ich tue es im Hygieneprogramm, ihr könnt es aber noch natürlich auch im Pflegeprogramm waschen. Ne? Schürzer ist egal, aber nur wenn ihr so Daunenjacken oder ähnliches habt, ne? Dann würde ich das Pflegeleichtprogramm bei 30 Grad empfehlen und 1200 Touren. Also ich, es scheut gerade sehr doll. Ach so, und wenn ihr habt ein Feinwaschmittel für Daunenjacken, aber für diese hier aus Stoff, könnt ihr auch normales Waschmittel nehmen, wie ich jetzt hier. Ein Arielpot. Dann sind noch Jeanshosen, die könnt ihr auch mit Normalwaschmittel waschen. Ja. Ich würde mich dann mal bedanken außerdem, dass ihr immer diese Videos guckt. Was ich immer so dazwischen sage. Übrigens ein paar Informationen zu diesem Waschprogramm. Es hat 4 Spülgänge, in 13 Minuten ist die Lungenabkühlung und in 17 wird gepumpt. Und dann würde ich mal sagen, schneide ich mal ein bisschen. Ja. Ein paar Infos zu Jeanshosen. Da steht zwar drauf, die darf man in den Trockner tun. Das würde ich aber nicht empfehlen. Ja, ich würde es halt nicht empfehlen, weil es dann halt sein kann, dass die eingehen oder sich verformen oder ähnliches, ne? Also ich mache das zumindest nicht. Ich würde es auch nicht empfehlen. Und Daunenjacken kommen in Trockner aufs Daunenprogramm, wenn ihr sowas habt. Mit Tennisbällen oder Trocknerbällen, wie auch immer es, was auch immer ihr habt. Tennisbälle halt, ne? Könnt Tennisbälle nehmen oder Trocknerbälle, ist dasselbe für die Jacken. Dann aufs Daunenprogramm und zwischendurch immer mal aufpuffeln. Damit meine ich rausnehmen und einmal durchschütteln und dann wieder reinstecken und weiter trocknen lassen. Bis es trocken ist halt, ne? Modernere Trockner wie unsere hier jetzt ist ein IG Protex Trockner. Der schaltet automatisch ab, wenn es trocken ist, aber es gibt halt auch noch Trockner, so etwas ältere Modelle, die das nicht haben. Die mit Zeitschaltuhr oder so gesteuert sind und halt keine Sensoren haben. Wer so ein Gerät hat, sollte nochmal immer zwischendurch schauen, ob es trocken ist. Und ja. Aber wie gesagt, modernere Geräte haben, die so einen Sensoren haben und abschalten, wenn es trocken ist. Einfach nur zwischendurch mal aufpuffeln und dann rausnehmen, wenn er auf Null springt, also das, bis er sagt, wenn er sagt, dass er trocken ist, dann einfach rausnehmen, nochmal ausschütteln, über eine Wäscheleine hängen für ein paar Stunden und dann könnt ihr die auch anziehen. Ich habe da jetzt einen Arielpot reingetan und dann noch so ein Schaumaktiv-Fleckenspray. Ich hole es mal eben. Hier. Das hier. Schaumaktiv haben wir heute mal mitgenommen. Ja, und dieses Fleckensalz, was ich vor ein paar Wochen mal auf unserem Schrank gefunden habe, mal wieder.
Ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Auf jeden Fall ist das sehr alt. Ja. Ja. Ist schon viele Jahre alt. Wie alt genau, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, das ist ja auch eigentlich egal. Ja. Wir können jetzt noch mal einmal die Temperatur messen. 8 Minuten Verlaugung, Abkühlung und dann schneide ich mal wieder, dass ich auch noch das Zwischenschleudern und die Laugenabkühlung drauf bekomme. Ja, wir haben jetzt noch 35 Grad. Naja, hier messe ich jetzt 36,5, aber ja. Temperatur wurde erreicht. Es ist sich dann ein bisschen runtergekühlt. Eben war es schon mal ein bisschen mehr. Die Maschine hat vor ungefähr einer Viertelstunde die Heizung ausgestellt. Weil ich mal gemerkt habe, das ist die dritte nämlich, die ich heute wasche und alle auf Hygiene. Bei ungefähr einer Restlaufzeit zwischen 1 Stunde 25 und 1 Stunde 30 macht es immer so. Ja. Und wenn ich dann nach ein paar Minuten nochmal messe, ist mal so ein bisschen weniger Temperatur. Deswegen denke ich, dass sie da die Heizung ausstellt. Ja. Ich schneide mal wieder und dann bis zur Laugenabkühlung. Nochmal eine kleine Sache zwischendurch. Ihr könnt die Maschine natürlich auch ein bisschen voller machen, aber ihr solltet immer so 3-4 cm Platz lassen. Besonders bei Jeanshosen, damit die auch vernünftig gewaschen werden, ne? Ja, die Laugenabkühlung kommt jetzt gleich. Ja. Jetzt. Das war's. Ich finde das irgendwie komisch, weil Hygiene und Pflege macht sogar bei 40 Grad eine Laugenabkühlung. Ja. Ich habe jetzt noch 7,5 Minuten zum Filmen und ich möchte gerne noch das erste Zwischenschleudern, einen Teil des ersten Spülgangs und das zweite Zwischenschleudern zum Teil drauf bekommen. Hoffentlich geht's. Deswegen schneide ich jetzt mal wieder. Ja, sie pumpt. Das ist die erste Pumpumdrehung. Dann hole ich euch den Zwischenschleudern wieder dazu. Ja, Leute, jetzt dazwischen geschleudert. Ja, es gab eine kleine Unterbrechung. Aber jetzt wird geschleudert. Ich würde mal sagen, ich stelle euch mal kurz hier ab. Macht das mal hier ordentlich größer. Und ich wollte ein bisschen Zeit sparen, das ist der zweite Anlegeversuch. Ach, das wird doch wieder so schlecht. Ja. Aber jetzt lasse ich es einfach mal machen. Noch ein Anlegeversuch, den sie jetzt hoffentlich nehmen wird. Jetzt.
Ja. Ich dachte wir mal, ich trinke mal kurz was und komme dann wieder her zu euch. Es gibt doch keinen Nuzlocke. Hätte ich nicht gedacht, dass es gut geht. Ja. Dazu. Ja, das ist jetzt der erste Spülgang. Ja. Ich sehe auch gerade, ich habe die Jacke vergessen zu schließen. Was man ja eigentlich machen soll bei Jacken, wenn man sie wäscht. Ich weiß nicht wieso. Ich denke mal, damit man mit dem Reißverschluss dann nichts anderes mit beschädigt. Ja. Hole ich euch mal zum zweiten Zwischenstand wieder. Das zweite, dritte und vierte Zwischenstand sind die besten, weil sie da stärker schleudert. Das zweite Zwischenstand kommt jetzt. Also wie gesagt, das zweite, dritte und vierte sind die besten, weil da stärker geschleudert wird, wie bei den nachher Hauptwäsche. Ja. Nach dem Zwischenschauer werde ich aber Schluss machen, weil wir sind schon bei 12 Minuten. Okay. Hallöchen. Ich bin mal wieder da. Eben hat sie ja noch nicht mal so viel geschleudert oder so, ne? Entweder so viel oder ein bisschen weniger sogar. Und da kommt jetzt noch was. Also das ist schon nicht alles. Oh. Bitte, mir verrutscht. Das geht ja gar nicht. Hier mache ich mal ein Stück kleiner hier. Ihr seht, die ist noch bei 49, also ist wirklich zwischenschleudern. Nun, leider muss ich jetzt in ein paar Sekunden aufhören, nicht weil mein Speicher voll ist, sondern ab 15 Minuten muss ich mein Konto einrichten. Das möchte ich nicht. Ich möchte kein Konto haben. Und ja, am Anfang hatte ich euch erzählt, wie ich empfehlen würde, Jacken und Jeanshosen zu waschen. Ja, ihr könnt es mal ausprobieren mit 40 Grad, ne? Ja, aber Daunenjacken und ähnliche, ne, die sich auch so anfühlen wie Daunenjacken, bitte nur bei 30. Das, oder ihr müsst einfach mal in die Schilder gucken, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!